Guck mal, ohne Angriffsboost bekomme ich bekommen. Aua, wo du reingeschlagen hast. Hä? Achso, der ist jetzt aktiviert, okay. Okay, okay. Dann gucke ich mir mal eben die Steine hier an, ob da irgendwas drunter liegt. So. Das erste hätten wir auf jeden Fall. Okay. Ja, war mir so nicht bewusst, aber danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Probier mal aus. Echt, soll ich das jetzt schon ausprobieren? Nicht erst, wenn wieder Gegner da sind? Obwohl, warte mal. Ich kann ja mal das hier nehmen. Jo, Tatsache. Was? Die Vögel kriegen nichts davon ab. Ich dachte, ich kriege jetzt wenigstens noch ein bisschen Essen dadurch, aber... Lol. Gar nichts. Ich hole mir die Palmfrüchte von da oben. Palmfrucht, 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 Palmfrucht. Danke. So, gucken wir, was gibt's denn hier auf dieser Seite? Hier gibt's ein paar Erze. Okay, wofür? Das für Feuersteine oder was? Oder wofür sind die hier da? Ja, Feuersteine, okay. Damit ich ein Feuer machen kann. Aber wofür will ich denn hier ein Feuer machen? Oh, ist sogar was im Wasser drin. Was wird mir denn hier noch geschenkt? Bei dir ist ein Vogel auf dem Baum geflogen? Was? Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das diesmal hinkriegen. Oh. Da kann ich noch was kaputt machen. Noch eine Schatztruhe. Eine Soldatenlanze auch. Cool. Ja, 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 ja. Hier hätte ich mir noch einen Sportling holen können. Boden, nicht Baum. Achso. Lol, habe ich mich verlesen? Oh, hier sind wir schon bei dem Lager. Daran erinnere ich mich noch. Recht blöd ohne Pfeile jetzt gerade. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter rum. Klar, klar schaffst du das. Mal gucken, mal gucken. Ich bin zuversichtlich, wie gesagt. Aber ganz sicher kann man sich natürlich nie sein. So, ich mache das wieder wie beim letzten Mal. Glaube ich. Bin ich ja erst da hoch. Hier sehen die einen ja noch nicht. Da können wir auf jeden Fall schon mal einen Überblick bekommen. So, da habe ich mir nämlich letztes Mal das Ding da unten weggemacht. Ungefähr. Achso, nee, da habe ich dann schnell drauf geschlagen. Ne? Genau, ich habe mich dahinter versteckt, schnell drauf geschlagen, dann auf den Turm hoch, dann schnell zurück und reingeworfen oder so. So ähnlich war es auf jeden Fall. Du hast sie damals gar nicht getötet. Aber jetzt werde ich sie töten. So, hier oben gab es, glaube ich, gar nichts, ne? Das war eher enttäuschend. So, sorry. Ach nee, ich töte den nicht. Ich töte den nicht. Ich bin mal lieb. Ganon hast du noch nicht besiegt, oder? Nee, habe ich nicht. So. Jetzt nehme ich mir wieder das hier.
Scheiße. Warum haben die das denn jetzt gesehen? Autsch. Das war Fail! Wow. So viel auf einmal will ich nicht bekämpfen. Haut ab. Oh. Okay, erstmal in Sicherheit begeben. Weil wir sterben schneller, als wir gucken können. Wir müssen uns auf jeden Fall mal ein bisschen heilen jetzt hier erstmal. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch dieses Rüstungsding vielleicht. Level 1. Und dann gehen wir mal in den Fight unten. Und zwar hiermit. Ja. Und unser Zorn ist ja leider noch nicht wieder voll. Erster ist down. Gab's hier nicht irgendwo Kisten? Doch, da! Hier ist eine Kiste. Nice! Boah, Pfeile! Hast du Pfeile für mich? Ja, liegen sie jetzt wahrscheinlich da unten, ne? Au! Okay, nächster down. Waffe immer mitnehmen. Waffe immer mitnehmen. So, der andere war klug. Oh! Wow, 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 ich hab mich jetzt nicht gesehen. Okay. Ein bisschen ausweichen nicht vergessen. Und schnell hinterher. Und nochmal. Bam. Perfekt. Gib mir das Schwert. Ja, nice. Und noch ein Schild. Sehr, sehr nice. Zack, 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 zack. So, Kollege. Mit dir werde ich auch noch fertig. Irgendwie. Hahaha. Was ist den hier? Und dann nehmen wir noch das Paddel hier. Bam. 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 Dann bist du besiegt und ich habe deine Waffen. Puh, okay. Jetzt können wir uns hier quasi in Ruhe umgucken. Ah, da ist noch eine Truhe. Läuft ja besser als gedacht. Ui, ein Stärk mit, Schwert mit 26er Stärke. Hm. Natürlich ist die Kochstation jetzt bedeckt von dem Teil. Warum mache ich meine Waffe kaputt? Schön blöd, ne? So, nimm das auch noch mit. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt hier noch einen starken Gegner? Werden wir sehen, ne? Werden wir sehen. Okay, holen wir mal jetzt das Dings da runter. Die Kugel. Und packen die jetzt. Was los, Antonia? Was ist so lustig gewesen? Next one. Jetzt brauchen wir noch einen. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Aber kriegen wir schon hin. Das sieht mehr als gut aus gerade. Aber ist auch mal nett, oder? So eine Prüfung hier machen ohne Ausrüstung. Ich, quasi wieder bei Null anfangen. Schon nice. Hier ist irgendwo diese. Da ist die Kugel. Nee, doch nicht. Doch, da unten. Haben die die runtergeworfen? Moment. Okay, Waffe kaputt. Nächste.
alles wieder mitnehmen. Haben wir noch einen nicen Bogen. Hi, Luke. Na? Welche Spiele hast du für die Switch? Nur das hier unten, ein paar Demos. Ich habe die Switch hauptsächlich wegen diesem Spiel geholt. Fürs Let's Play halt. Ja. Dani ist auch wieder am Start. Da hinten ist eine Truhe. Oh, scheiße, ein Pfeil verschwendet. Nicht dein Ernst. Da hinten ist noch eine Kiste im Wasser, aber die ist mir jetzt gerade mal egal. Theoretisch könnte ich das Ding nehmen. Und einfach gehen. Ne? Das hier. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo muss ich das denn hinbringen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das die letzte Kugel, die ich brauche. Und wenn ich die jetzt zurückbringe, dann habe ich es geschafft. Aber wie habe ich die denn nochmal dahin bekommen? Ich weiß, dass das schwer war, die Kugel in den Sockel zu bekommen, beziehungsweise zum Sockel zu bekommen. Man fühlt sich wieder so verletzlich und schwach. Was? Ach so, ja, ja klar. Das stimmt. Durch diese Quest hier, ne? Quasi wie für diese, ja, genau, ist ja quasi eine Quest. Naja. Du musst wieder zum Anfang. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Na, 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 na. So, ich versuche das jetzt mal mit dem Cryo-Modul. Ja. Ja. Nee, hat nicht geklappt. Schade. Ich muss mich irgendwie rauskriegen. Diese Kugel. Ja? Perfekt. Jetzt muss man nur noch da reinrollen. Hopp. Nein. Hallo? Kann ich das Ding nicht anstupsen? Alter. Okay, ich nehme es ja schon in die Hand und lege es von Hand rein. Ah. Toby's Green Life. Kurze Frage, wie weit bist du? Ja, ich kann dir gleich die Karte zeigen. Dann wirst du es sehen. Kriege ich jetzt schon meine komplette Ausrüstung wieder oder... Erst nach dem Schrein. Ah, okay. Der Sieg ist dir hold mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Ah. Ich krieg meine Sachen jetzt zurück. Danke. Wohlan, Reisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Mache ich, wenn du mich gehen lässt. Weg. Also. Von der Karte her bin ich so weit. Ich habe alle Titan. Und so, aber... Obwohl, das dürfte man ja eigentlich auch... Alter, dein Ernst. Aber das dürfte man ja eigentlich auch dadurch sehen, dass ich alle Fähigkeiten habe von den Recken. So, wir müssen jetzt nochmal da hoch, um den Schrein zu machen. Also in Potenz kann ich dir noch nicht sagen, weil ich habe gerne noch nicht gemacht. Du machst ja beruflich irgendwas mit Computer. Was genau? Ich mache ganz genau Fachinformatiker. Also, ja, was mache ich genau? Unternehmen verwalten. Mit die ganzen Server halt, alle Dienste, die da so laufen, Netzwerke aufbauen, Active Directory Geschichten, ja, alles Mögliche eigentlich so, alles was so eine Firma braucht, da habe ich natürlich irgendwo auch meine Finger mit drinne dann. Gerade kümmere ich mich um die neue Homepage von uns. Oder, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Fachinformatiker. Ich muss hier hoch.
Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Fujik ist da. Warum schreibst du Koti? Das hast du doch geklaut. Das hat doch die Kiba hat das mal geschrieben. Hey, Sheila. Aber immerhin war ein Herz dabei. Kugu Shide schreien. Boots rein da. Und nochmal. Ihr könnt ja schon mal eine Bewertung da lassen. Wenn euch der Stream gefällt. Gebt einen Daumen hoch da. Lasst einen Daumen hoch da. Würde mich freuen. 300 Rubine ist unsere Belohnung hier. Und natürlich ein Zeichen der Bewährung. Wir haben nämlich gleich wieder 10 Uhr. Und dann beende ich den Stream jetzt gleich auch wieder. Hi, ist Cyclone Mitte oder so. Willkommen im Stream. Freut mich, dass du hergefunden hast. Du kannst der 2525. Abonnent werden, wenn du möchtest. Ja, haben wir eine 2525. Ist jemand von euch in der Schweiz? Ich nicht. Na, Stute, wie geht es dir denn? Haben wir das geschafft? Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns hier noch weg. Hier haben wir die Karte nämlich noch gar nicht. Wir müssen uns noch überlegen, was wir dann jetzt als nächstes hier machen. Gucken wir uns als nächstes mal diese Schlucht hier an. Was meint er? Gucken wir uns die Schlucht hier an. Dann teleportiere ich mich schon mal dahin. Nee, aber fast Profi-Gamer, was? Hey, Conny, wie lange streamst du denn schon? Seit 20 Uhr. Am Bodensee. So, dann morgen um 20 Uhr der nächste Stream. Seid auf jeden Fall dabei morgen um 20 Uhr. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch der Stream gefallen hat. Hat mich gefreut, dass ihr wieder ordentlich kommentiert habt und so. Wir haben die Prüfung ordentlich geschafft. Wir haben einen silbernen Leunen besiegt und was weiß ich nicht alles. Ein paar Crocs gefunden, Gebiet erkundet und morgen geht's um 20 Uhr weiter auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Und wir haben Darklink bekommen. Geil. Ey, ihr lasst mich in Ruhe, habt ihr das verstanden? So. Ich schieße da immer einfach rein. In der Hoffnung, dass sie mich danach in Ruhe lassen. Und scheinbar hat es geklappt. Nice. Hey, wer hat das gleich gemacht? Nicht nett. Echt, ey. Nicht nett. Bye, bye, Leute. Bye, 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 bye. Ja. Das kenne ich nochmal eben hier. 5 Eispfeile. Also, bis morgen dann. Oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Obwohl. Hier, friss. Den hier. So. Eben geregelt. So. Ich muss das Ende immer schön vorbereiten. Weil ich so doof bin und das immer ausmache komplett hier. Das Musikabspiel-Ding. Dankeschön. Freut mich, dass der Stream euch gefallen hat.